MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Yo Leute, was geht bei euch und willkommen mal wieder zum Star Wars Flash. Wer sich für Clone Wars oder Rebels interessiert, der wird wissen, dass Saw Gerrera nicht lediglich im Star Wars Spin-Off Rogue One vorkommt, sondern eben auch in den beiden Animationsserien, und somit stellt sich die Frage, was geschah mit Saw Gerrera vor den Geschehnissen von Rogue One? In Clone Wars sehen wir, wie Gerrera seinen Heimatplaneten Onderon gegen die Separatisten verteidigt. Man sieht in einer Folge sogar, wie Anakin ihn und seine Crew im Kampf gegen die Separatisten trainiert. Nach den Klonkriegen, als sich die Republik in Sidious Imperium transformierte, kämpfte Gerrera gegen das Imperium und dessen Militär. Schließlich gründete er eine Gruppierung, die als die Partisanen bekannt wurden, oder auch Saw Gerreras Miliz genannt. Bekannte Mitglieder dieser Gruppierung waren Vitiv QB, Morov, Kyle B. Spirado, Ewood Gore, Makwa Yaro, Sissiet Ock, Levin Tensar, Bizarre Fortuna und Idrio, welcher auch Two-Tubes genannt wurde. Oft waren das Individuen, welche zum einen das Imperium in seiner Rücksichtslosigkeit und Grausamkeit nicht akzeptiert haben und zum anderen Individuen, die nicht mit der Rebellenallianz unter Mon Mothma oder anderen klargekommen sind, wie zum Beispiel Leaven Tenzin, welcher wegen Befehlsverweigerung und vorschnellen Angriffs auf ein imperiales Ziel dem Kriegsgericht vorgeführt und unter Arrest gestellt wurde, oder auch zum Beispiel Makwa Yaro, welche die Rebellenallianz unter Mon Mothma für ineffiziente Feiglinge hielt und sich so dem offensiver handelnden Saw anschloss. Der Anführer der Partisanen spielte eine sehr wichtige Rolle in der Verteidigung des Planeten Onderon, wo er auch einen unbekannten Lazard, das ist by the way die Spezies, zu der auch Garazep Aurelius aus Rebels gehört, anheuerte, welcher Agent Kallus und seine Einheit bekämpfte, als jene nach Onderon kam. Einige Zeit nach diesen Ereignissen rettete Saw Gerrera die kleine Jin, welche zuvor ihre Mutter ermordet vom Imperium verloren hatte, sowie ihren Vater, der von den Imperialen entführt wurde. Im Film, wo sich Jin und Saw dann zum ersten Mal nach einer ganzen Weile sehen, hört man dann, dass quasi Saw Jin damals erzogen hat, doch sie mussten sich später dann trennen, da Jin Ursus Identität gefährlich für ihn und seine Rebellen wurde. Ungefähr 2 Jahre vor der Schlacht von Yavin sind Saw und seine Truppe dann auf eine Untersuchungsmission nach Geonosis gegangen, wo sie dann die anderen Widerstandszellen trafen. Jenes führte letztendlich dazu, dass die Partisanen Teil von all diesen Widerstandszellen wurden, die die Rebellenallianz bildeten. Allerdings sollte diese Partnerschaft nicht lange halten, die fragwürdigen Taktiken führten dazu, dass Mon Mothma die Partnerschaft untereinander abgebrochen hat und manche stempelten die Partisanen sogar als Terroristen ab. Und was man sagen muss ist, dass die Partisanen durchaus häufig der Grund für viele Angriffe waren, die große Verluste nach sich zogen. Was wiederum dem Imperium zugute kam, da diese daraufhin Propaganda betrieben haben, in der sie die Rebellenallianz komplett als Terroristen propagierten. Diese Auffassung war sogar in der neuen Republik, die wir in Episode 7 sehen, nicht ganz verschwunden, wo die Partisanen als ein Beispiel für die sogenannten Terroristentaktiken während des galaktischen Bürgerkriegs erwähnt wurden. Zur Zeit der Geschehnisse von Rogue One haben diese Partisanen so gut wie keine Kommunikation mehr mit der sonstigen Rebellenallianz. Stattdessen konzentrierten sie sich auf die Befreiung von Jedha von den Fängen des Imperiums. Doch leider scheiterte jenes mit der Zerstörung der heiligen Stadt. Jo Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mal in die Kommentare, habt ihr euch die Folgen mit Saw Gerrera in Clone Wars oder Rebels angeschaut oder habt ihr eher weniger Plan von der Zeit zwischen Episode 3 und 4? Gut, Clone Wars ist natürlich vor 3, aber das würde mich mal trotzdem interessieren, ob euch auch zum Beispiel Rebels juckt oder nicht. Ansonsten habe ich euch auf Amazon die illustrierte Enzyklopädie von Rogue One verlinkt, da kann man auch viele dieser Informationen finden. Ihr könnt by the way ganz egal was über meine Links in der Beschreibung kaufen, so supportet ihr mich trotzdem, solange der Kauf halt über meine Links geschieht. Ansonsten würde ich sagen, haut ordentlich rein und hoffentlich bis zur nächsten Folge im Star Wars Flash.